Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Immer noch mit unserem Gastkommentator, dem Domme. Aha, ihr werdet mich nicht los. Ja, keine Chance. So, und wir fighten hier nochmal gegen diese Mistkröten, die mich hoffentlich jetzt einfach nicht sehen und ich vorbeischieße. Kommt es nicht? Ja, ich glaube, er sieht dich. Ja, ich glaube, er kommt. Ja, oh oh. Ja, los. Jetzt ist er auch sau, ey. Ja, voll. Komm schon. Ja, der hat abgeschossen. Verdorbene Wächter. Jetzt kommen die anderen auch. Ja, jetzt kommen sie alle. Sagt die hier. Nun ja, eigentlich mit einem Hit, oder? Na, die nicht. Ja. Die Wächter. Nein, hinter mir ist nichts. Nicht, was ist das da unten? Komm schon hoch. Ja. Ne, die meine ich nicht, die sind alle cool. Den meine ich, ja. Was geht's? Den treffe ich ja nicht. Hat der auch zwei? Braucht der auch zwei Schüsse jetzt plötzlich oder was? Keine Munition mehr. Jetzt. Ja, keine Munition mehr erstmal. Da, fünf Pfeile hast du elektrisch. Ja, hier. Genau, im Wasser. Man müsste mal dauernd durchpulen. Eigentlich schon, gell? Voll geil, wenn du das machen kannst. Alle ins Wasser locken und einen dann reinschießen. Ja. Das ist noch ich hab hier so ein Spiel. Ah, oh, jetzt habe ich voll in die Fresse bekommen. Nein, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich bin eins entwickle, ja, dann musst du halt nackert spielen, weil irgendwas wollen die Leute ja auch sehen. Und dann darf man natürlich nur Frauen spielen, weil wer will so einen engen Blocken da sehen? Ja, genau. Schlepphoden daher. So, der erste ist down. Da ist ein Abkau, ne? Da kommt ein Mistkerl. Ja, sicher an deiner Stelle würde hingehen und die Keule auf die Fresse haben. Was, die Keule auf die Fresse haben? Ja. Ach, das ist so ein Schlitzerding. Ja, schon, aber die bumsen mich ja. Ja, probier's halt mal. So, jetzt hab ich erstmal die zwei töten müssen. Die waren jetzt wichtig. Die waren wichtig, weil die schlagen nämlich Alarm. Die anderen kann ich vielleicht sogar still töten. Das nehme ich mich ranschleich und dann... In your face. Kannst du dann jeden mit einem One-Hit töten? Was schon wieder? Okay, da hinten ist er. Ich kann natürlich auch Stolperfallen nehmen, gell? Das ist nämlich eine Seilfessel, Schockpfeil. Ja, genau, das könnte ich auch mal probieren. Das habe ich noch nie probiert. Könnte ich mal machen. Okay. Ich hol dich von den Beinen! Genau. Die sind ja weg. Ach scheiße. Ja, und jetzt musst du es töten, Alter. Ich muss dran. Zack. Ist der auch platt? So. Jetzt kommt aber der Sprecher. Ja, jetzt kommen sie wieder. Oh, du hast es hier einmal, oder wie? Ne, ich muss nur noch eine Munition herstellen. Schlitzen. Ja, siehst du, das passiert bei Nahkampf. Ja, wenn man nicht kann, dann schon. Ja, jetzt musst du reinhauen. Ausweichen, reinhauen. Ja, ja, bla bla bla. Ja? Ich hab schon solche Spiele gespielt, ja? Da warst du nur in der Windel von deinem Vater gesprungen, oder? Kein Wunder mit 80. Ja, und? Ich hab Lebenserfahrung. Ich bin trotzdem noch geil. Yeah! Du weißt ja, wenn mich Frauen sehen, haben die Vaginalausfluss. Ach komm, jetzt hat er mich schon wieder gefistbombt. Ja, ja, ja. Jetzt hast du nicht mal mehr Leben, oder? Ja, ich verliere die ganze Zeit Leben jetzt. Aber du kannst nicht mal mehr eins schlucken, oder? Nee. Ich hab das schon. Was ist das Kreuz da oben? Achso, das ist nur die Pfeiltasten, soll das sein, oder? Ja. Naja, ich hoffe, muss. Also bleiben wir an E-Mail an den Spieleentwickler. Ah, fuck you. Komm schon. Leben. Der ist down, oder? Der ist down. Ja. Stufe 11. Bam. Yes. Du musst die Starken töten. Dann steigst du auf. Oh. Ja, ist schon gut so, dass ich aufgestiegen bin. Jetzt brauche ich aber Heilung dringend. Fertigkeiten. Was gibt's da? Heil dich selber. Ja, habe ich ja jetzt. Ich brauche Pflanzen, dann kann ich mich heilen. Okay. Ist doch ganz gut gelaufen.
Nur zweimal, nee, einmal gestorben, nur. Ja. Kaum bin ich dabei, läuft. Like a boss. Warum glitzert's da so grün? Was geht da? Wo? Hinter dir? Neben dem Haus? Hä, wo denn? Da. Ach so, das sind einfach bloß so Glühwürmchen und so ein Zeug. So, yeah. Ja. So, irgendwo sind hier bestimmt irgendwelche Kisten oder Boxen oder so. Kann man nicht in die Häuser rennen. Nee. Toll, für was gibt's denn Häuser? Ja, Deko. Deko. Da, gut, gut, gut. Ein Chicky, oder? Oh, Alter, mit dem Schockpfeil umgebracht. Jetzt kannst du auch übertreiben, ey. Jetzt kannst du ihn gleich essen, jetzt ist er gar. Ja. Also Feuerpfeil abschießen. Ja, aber ehrlich. Hast du das schon mal? So ein Truthahn mit einem Feuerpfeil? Ja. Nee, vielleicht noch nicht. Das wäre doch immer die nächste Action. Ja. Vielleicht kannst du es dann wirklich gleich essen, Alter. Das war's dein Wiesenhändel. So, ich brauche echt irgendwo Heilung. Was glaubst du, so machen die das wirklich? Sie schießen die mit Feuerpfeilen ab, hängen sie hin, rufen es ja aus. Das checken die Leute gar nicht. Das dreht sie halt nur. Das wär's, ey. Bisschen Benzin drüber gießen. Feuer, Feuer! Shelly! Zack! Ist das die so Shelly? Shelly sind immer Füchse, sind immer Shellys. Ah, okay. Du Mörder. Ja! Genau, das habe ich braucht, ey. Und wo gibt's den schwulen Puma? Und Kai auch mal am Start. Ja, das fehlt noch. Also wenn du mal zwei Pumas bumsen siehst und unten trotzdem ein Schwanz raushängt, dann weißt du, was los ist. Dann wurde einer vergewaltigt. Ja, noch eine. Aber Kai, du kannst es ja nur aussuchen, weil nur der sich bückt, ist schwul. Und die Weisheit des Jahres. Ja, und ich wette drauf, du kannst halt einen Golfball durch den Gartenschlauch saugen. So. So, komm, ein bisschen Lockruf. Okay, das ist ja nicht schlecht. Das da unten. Ja, das ist doch viel geiler, wenn du das hast, ja? Weil damit kannst du sie ja stilllegen. Mit denen da? Ja. Ist das nicht das Ding, was du gerade probiert hast, wo du ihn angekettet hast? Nee. Ist was anderes, glaube ich. Also wurscht. Ja, aber das schaut doch genauso aus. Zeig mal deine Pfeile. Ist das nicht dasselbe Symbol? Ja, das sieht so aus, ja. Warte, nochmal checken. Ist das für die Seilpfeile? Verlängert die Zeit, bis eine Maschine überbrückt ist. Nee, ist was anderes. Toll. Warum verlängert? Ach so, die werden irgendwann wieder entbrückt. Ja, alles klar, jetzt verstehe ich das auch mal langsam. Ich hätte gedacht, die bleiben für immer. Ja, yeah, wieder. Muss der Babo kommen und ihm mal sein Spiel erklären. Und ich kenn's noch nicht mal. Was ist denn da hier oben schon wieder? Da kannst du so viel entdecken, gell? Ja, das ist das. Das ist darum, dauern Spiele ewig, ja? Weil du immer irgendwo was anderes abgeierst. Hey, ich sehe gar kein altes Tor. Was bist du für ein Stricher? Schieß in die Schnauze. Banditscherge. Nein, Brandpfeil. Zu spät. Erlebt. Du musst den Leuten was bieten, Alter. Ja, ich bin beim nächsten nehme ich einen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdorf. Oh, endlich Gesundheitstrank. Gleich mal reinschieben. Ja. Irgendwas muss hier doch noch sein. Hast du das Grüne, ist das der Wüste? Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Wo? Wo ist denn Alarm? Da. Die Banditen haben die Leute gefangen genommen. Ich habe nicht was anderes gemeint. Was denn? Da, wo die Dinger brennen, ist das nix da. Was ist das hier? Gefangen. So. Ui. Oder da oben. Ja, aber siehst du, da bringen Feuerpfeile einfach nix. Hart. Nicht wenn einer anzündet, bin ich tot. Ja, die ist cooler. Alter. Da, vor allem ist 20 das Signal entzündet, die Schmuckel. Uiuiui. Ja, was bist denn du? Das ist die Gebetsstaffel, oder? Ja. Pferd. Ah, ja, lol. Oh, was ist denn los? Du hast die Geduld nicht. Ja, hab ich auch nicht. Das ist tötgeil. Ich empfehle dir, du tötest den auf dem Turm, gehst auf den Turm und dann holst du die einen nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich hochkomme auf den Turm. Ja, irgendwie muss er ja auch hochkommen sein. Ja, er ist ja schwul. Ja. Hat sich hochgebumst. Das war eine Arschrakete. Ja. Und er ruft den Durchfall, Mann.
Bist du in Not, kommt er und rette dich mit seinem Code. Das war also die Nora-Grenze vor dem Krieg mit dem Kater. Müsst ihr euch mal anschauen auf YouTube. Den Durchfall, Mann. Alter, mach keine Werbung für andere Videos. Das ist kein Video, das ist geil. Ein geiles Video. Ja, ich drehe auch mal ein Durchfall-Video. Ja, unbedingt, ey. Ja, auf 600 Abonnenten zeige ich euch, wie meine Schüssel kacken kann. Upsa. Da ist der Alarm. Ich sollte das im Auge behalten. So. Ja. War aber noch eine hier vorne dran vorher. Jo, der steht auch da. Wo denn? Oder? Da hinter dem Busch. Hinter dem Busch. Da, scheiß da doch. Da! Ach so! Du Stricher. Ich hab nicht mal meine Brille offen sehen. So. Sie haben diese Reisenden gefangen genommen. Ich sehe keine Reisenden. Ja, links. Die. Ach so. Ja, aber als erstes muss ich die mal ausräumen hier. Schau, und jetzt kannst du gleich in Ruhe checken, wo der Glockenturm ist. Ja, der Glockenturm ist der da, 100 Pro. Kann mir zumindest gut vorstellen, dass es der Glockenturm ist. Aber jetzt muss ich die Stricher hier erstmal killen. Ja, genau, der hat dich getötet voll. Das ist der Big Boss. Oh, oh ja, das ist echt der Big Boss. Was hat der? Gatling oder was? Schaut aus. Oh. Strom. Obwohl, jetzt kommt doch was drin. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Da unten. Da ist die Glöckchen, oder? Das Glöckchen. Was macht denn der jetzt hier? Das Feuer anzünden. Hatte ich also. War hier noch einer? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch nicht. Aber wenn du so rumwackelst, sieht man ja auch nichts. Da ist noch nicht einer im Haus. Oh, jetzt bin ich gerade. Ich weiß nicht. Jetzt einfach langsam, wenn ich sehe, dass mich einer sieht, dann. Ja, nimm das Feuer ein. Ja, kann ich nicht. Lagerfeuer direkt erst Banditenlager räumen. Also. Also muss hier noch irgendwo einer sein. Ja, das Mädchen. Ah. Ja, das war's. Schon aus wie Osama Bin Laden, Alter. Oh, Alter, ja, komplett hier. Ist noch voll viel los. Boah, voll viele sind da drüben, oder? Vielleicht doch, hier sind noch ultra viele. So, da sind auch noch welche oben. Ja, ein paar Nice Shots hat er schon drauf, der Bull, ja? Ja, Logo. Aber oh, viel Lucky Shots, ey, oder? Yeah. Da ist doch noch ein Strich hier da hinten. Ja. Oder? Von die Hafenruhe, oder? Da. Komm, Piercing! Ey, der war doch voll von oben im Kopf, oder? Ey, zeig mir die Schulter. Ja, hallo? Oh, hallo. Was hält denn der aus? So, war's das jetzt? Ja. Ja. Jetzt schaut er aus wie so ein Sadomaso-Pippchen, wo du die Nadel reinsteckst. Alter, 7500 Erfahrung für so ein Pippi-Lager. Deswegen ist er ja gestorben, weil es so Pippi war. Ist ja Wahnsinn. Ja, nee, eigentlich wollte ich, dass das halt... Ah, hier ist jetzt aber ein Händler, schau direkt. Ja, wunderbar. Das ist natürlich von Vorteil. Was ist denn hier? Feuerschmucker. Das Ding ist echt gefährlich. Was ist das? Eine Ultramaschine. Ja, aber die kann ich doch eh nicht mitnehmen. Siehst du doch, der dreht sich doch. Ja, super. Kannst du vergessen. Was? Ja, kannst du hier nehmen. Zum Spaß haben, aber sonst. Ja, aber dann nimm die doch mit und hol dir die fetten Viecher, wo du gesagt hast, oh, die würdest du jetzt gern töten. Das wäre eine Option auf alle Fälle. Ja. Hast du ein Ding schon mal gefunden? Nee. Ja, also schau. Boom, Schakalaka. So, erstmal hier, ich muss jetzt erstmal hier leer machen wieder. Ja, und Leben machen. Ja, stimmt. Outfits, Schatzkisten. Was ist denn? Ah, hier fallen nur Tränke. Ah, Gesundheitstrank. Oh, die sind endteuer. Die sind ja ultra teuer. Ich will die nicht kaufen oder herstellen. Ne, ich kauf die. Ja, so. Ich würde auf jeden Fall noch mehr verkaufen wollen, weil ich habe hier so viel Shit. Schau mal, das schaut aus wie ein Arsch da unten. Ja, Mann. Das fettes Fleisch ist das. Das schaut aus wie dicker Arschbacken. Das ist fettes Fleisch. Ja, das ist eine fette Arschbacke, kein fettes Fleisch. Weißt du, umso lauter dicker der Arsch, umso lauter klatschen die Eier. Genau. Also ich muss sie unbedingt leer machen. Was soll ich denn von dem Zeug noch behalten? Was soll ich verkaufen? Alles. Du findest doch eh alles wieder. Ja, eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ein Zeug hier auch Sägezahnherz zum Beispiel. Das wird schon dauern, bis ich sowas wieder finde. Verkauf den Tannenbaum, hast 10 Stück da oben. Ja, aber die brauche ich ja auch. Ja.
Ja, ja, das ist alles so ein Zeug, was ich noch brauche. Ich muss unbedingt eine größere... Dann holen wir uns größere Taschen bauen. Ja, das wollte ich gerade schauen. Was brauche ich denn für die größere Taschen? Nein, nicht Outfits. Ja. So, Rohstoffbeutel. Brauche ich noch reichhaltiges Fleisch? Vielleicht hat das die alte. Kann ich das kaufen? Ne. Ja, hast du das nicht schon? Ja, zum Teil. Aber ich konnte es ja nicht mitnehmen, weil ich voll war. Ist ja das, da muss ich jagen gehen. Ne? Muss ja auf sein Glockensäckchen. Scherbenspielkiste. Ja, das ist für ein Shit. Ja, keine Ahnung. Ja, super. Und im Inventar hast du dein Fleisch nicht? Gebrauchen. Bitte? Schon im Inventar hast du dein Fleisch nicht? Ne. Na, so ein Zipfelklatscher, ey. Aber ich kann jetzt mal speichern. Wärst du mal ein Mann gewesen, hättest mehr schleppen können. Tja. Können wir die aussuchen. Wollen sie Gleichberechtigung und kriegen nichts auf die Reihe. Ja, wo sind jetzt die ganzen Leichen? Haben die alle weg? Ach, da. Ja. Ich dachte schon, die haben die alle weggeräumt. Ja. Kann ein bisschen Kohle geiern. Bleiben sie ja liegen, bis sie kommen. Ja. Dann sagen sie, kommen sie in unser schönes Lager. Überall stinkt's ja. Und gammelt's, die Pest. Ja, aber jetzt will ich erstmal hier... Warte mal, das habe ich aber wieder in die Mission gemacht eigentlich. Ja, jetzt hast du deinen Ballermann nicht mitgenommen. Ich nehme den auch nicht mit. Jetzt nimm den mit. Nein! Für was hast du denn gekriegt? Die Leute haben ja, aber dann läuft das so langsam. Ach klar. Ah, es gibt doch 100.000 Banditenlager. Da gibt es bestimmt öfter mal so einen Flammenwerfer. Aber jetzt könnten sie es schon sehen und müssten nicht mehr warten. Tja, dann bleibt spannend. Es bleibt auch so spannend, weil du spielst so eine Scheiße zusammen. Ich muss jetzt erstmal. Ja. Mal jetzt in der Hauptmission auf jeden Fall noch weiter. Ja. Eigentlich wollte ich das nämlich nicht machen, sowas. Das wollte ich alles für den Stream aufheben. Und dann hier ordentlich aufräumen auf der Karte mal. Sowas ist bei solchen Spielen unmöglich. Man weicht immer. Du kannst auch nicht einfach geradeaus gehen. Das geht gar nicht. Das schaffst du nicht. Das ist der Horror. Und ich glaube auch, dass ich im nächsten. Ich muss bald streamen, weil sonst kriege ich halt bald so ein Levelproblem. Ich muss ja dann Nebenmissionen machen, weißt du? Mhm. Sonst kacke ich ja ab. Noch mehr wie ihr schon. Nee, das ist nicht schwer, Alter. Also meine Oma im Rollstuhl hat mehr Erfahrung. Was ist denn hier jetzt? Boah, töte, schau. Ja, den du muss ich töten. Du hast deinen Flammenwerfer nicht, hä? Scheiße gelaufen. Ja? Aber ne, der Dummi redet ja nur Scheiße. Ja, tut er ja auch. Ja, aber manchmal taugt die Scheiße. Ja, so ein Strich ja schon wieder. Echt nicht? Boah, der schießt ja Pfeile, ne? Ja, der schießt voll hardcore drauf. Und gerade der Fette da unten, den hat der vorne als Endboss. Und der, die Maschine da unten, Alter. Die Maschine da unten bumst halt alle. Aber ich muss den vorne schon töten, also krieg ich da jetzt wieder drauf. Aber. Alter, du Stricher. Alter, sag mal. Schau, das hat dich getötet vorher. Ja, ich weiß. Ich bin da voll analysiert. Wie schaut's aus? Ach, sag! Mit deinem Teil, der die Leute festhängt? Ja, das brauche ich jetzt langsam. Warte, ich habe noch eine andere Idee. Nee, hast du gar nicht. Ja, die kann ich herstellen. Stolperfalle. Ausrüsten. Ausrüsten! Inventar, Waffen, Stolperfalle. Die weg. So. Sag mal! So, hier, Stolperfalle. Ah, Alter! Was, komm halt her, Striche. Komm her! Alter! Für was soll er herkommen, wenn er schießen kann, Alter? Ja, das ist das Problem. Scheiße, jetzt haut er einfach noch Arsch durch. Was für ein Stricher. Jetzt komm her, Pisser. Ja. Ja, kann ich pfeifen. Aber das ist im letzten Loch, ey. Aber für den brauchst du einen Sauberstolper von dem. Nee, für den nicht. Aber für den Fall. Für den Fall. Komm noch rein. Sicher. Aber das interessiert den gar nicht. Das interessiert den null. Alter. Ich bin jetzt angezündet. Alter, ich hänge ständig stehen selber im Feuer, weißt du? Oh ja, lol. Was bist du für ein Stricher, echt? Ja, voll. Alter. Oh ja!
Fälschter Skorpion. Ja, das glaube ich auch. Irgendwie hat er den schönen Stachel. Ey, sag mal. Ich muss echt irgendwas anderes mit dem machen. Ja, Reifen. Aber du hast Nebel. Ja, eigentlich schon. Strom. Wasser. Ich weiß, was er gegen Dingens. Feuer. Ja, Feuer. Ja, aber das ah, Alter. Siehst du. Warum das brennt das? Wenn es überhitzt, dann kann er nicht angreifen. Aha. Ah, siehst du? Ja, und er rennt weg. Striche. Okay, das ist super. Jetzt müssen wir noch wieder. Blendet mich hier. Der da? Ja. So ein kleiner Zipfel noch, weißt du? Mhm. Da meinte ich jetzt einen auf dicke Hose zu machen. Vor dem gerade den Bauch schießen. Ja. Was ist jetzt? Dort rennt auch noch so einer rum. So, platt. Oh, oh, das tötet dich. Ja, ich sehe es. Das sind die machen. Kleinen Analwürmchen. Ja, ohne Schmarrn. Die fliegen mir hinten rein und räumen auf, ey. Ja. So. Geht doch. Aber hier sind ultra viele Heilpflanzen, weißt du? Ich glaube, so schnell wäre ich nicht gestorben. Es ist hier irgendwie einfacher zu überleben. Hm. Da kannst du ja vorher nie wissen. Ja. Warst du jetzt schon bei dem dicken Monster unten? Nee, noch nicht. Ich geil jetzt hier erstmal Heilung. Geil nochmal schneller. So, geil mal hier mal. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Ja, halt die Fresse. Aus dem Arsch. Die Sonne hat ja kaum was damit zu tun. So. Ich glaube, wir müssen auch noch mal so ein neues Video machen. Oh yeah. Unbedingt. So. So. Ich hab gesagt, die Show machen wenigstens noch die Hauptmission. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Gut. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Wieder sind vom Westen, klebt der Arsch am besten. So schaut's aus. Also, wir würde ich. Ne, doch, komm, das machen wir noch. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Okay. Oh, Alter, 1800 Meter? What? Okay, alles klar. Wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren und kommentieren. Ja, nicht vergessen, sonst wird der Dom nämlich böse. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Ciao, Leute.